Guten Abend und herzlich willkommen zu Wer wird Millionär? Bitte begrüßen Sie mit mir Ihren Moderator, der Vollstrecker, der Wächter von mehreren Millionen Euro. Hier kommt Most Wanted 38. Zu einer neuen Folge Wer wird Millionär? Heute gucken wir uns das Zocker-Special an, das am Freitag gespielt wird. Ja, alles ist vorbereitet. Wir legen direkt los in die erste Runde einfach. So, die Regeln kennen, glaube ich, alle. Für diejenigen, die sie nicht kennen, ich erkläre es nochmal ganz schnell. Also, es sind 15 Fragen, wie beim normalen Wer wird Millionär, 2 Millionen Euro sogar. Und man ist gezwungen, mit 4 Jokern zu spielen. Also man hat nicht nur die Teil 50 Telefon und Publikum, sondern auch den Zusatzjoker. Man hat sie alle 4. Die Besonderheit dabei ist allerdings, man darf bis einschließlich 16.000 Euro keinen Joker nehmen. Innerhalb der ersten 9 Fragen sollten die Joker nicht verwendet werden. Ab Frage 10, ab 32.000, ist es dann wieder frei, sie zu verwenden. Diese 32.000 bei Frage 10 sind auch nicht sicher. Man fällt bei einer falschen Antwort von 250.000 runter auf 100.000. Nein, Spaß. Auf 100.000. Man fällt auf 1.000 Euro zurück, in jedem Fall, egal wozu man ist. Sollte man innerhalb dieser ersten 9 Fragen einen Joker brauchen, sind alle anderen Joker für den Rest des Spiels deaktiviert. Das heißt, man kann einen nehmen und später alle. Einen nehmen und später dafür gar keinen mehr. So. Halt eben ab 32.000 erleben, wenn man da einen Joker einsetzt, man hat doch alle vorher, also noch nie einen benutzt, dann sind die ganz normal zur Verfügung gestellt und man kann 32, 64, 125.000, 250.000, 750.000 und zum Schluss oben 2 Millionen Euro erspielen. Ja, das zu den Regeln. Wir starten in diese Runde und sagen Let's Play, Wer wird Millionär, das Zocker Special. Erste Frage. Ziemlich erstaunt war der Seemann, als er in der Ostsee Gorbatschow, Honecker, Walliser, Genscher, als er in der Ostsee Walliser See. Selbst in Qualität von Mustenmetzgereien ist der Speck sehr oft ausdrücklich minderwertig, mittelmäßig, mangelhaft oder durchwachsen. Der Speck ist in aller Regel sehr durchwachsen. D. Stimmt also auch wieder. 300. Schlechte Laune oder auch Ekstase im Schlafzimmer, Party in der Küche, Saufgelage unterm Dach oder Stimmung im Keller. Ja, weißt du, bei schlechter Laune, da ist die Stimmung nur so im Keller, ey. Ich bin voll depri. Nee. Und auch wieder. So, möchten Sie die Tafel abwischen, dann benötigen die Priestermangel, Lehrerschwemme, Ärztenotstand oder Frauenquote. Dann benötigen die Lehrerschwemme zum Tafelputzen. Wer behauptet an Nummer 1 Hit, aber meine Gigaschlacken waden, sende Wand für die Maden, Wandel überleg. Sepp aus Kärnten, Xaver aus Bayern, Anton aus Tirol oder Rudolf aus der Steiermark. Das ist der Anton aus Tirol C. Und damit 1000 Euro. Thank you.
fünf Fragen soweit geschafft. Jetzt geht's um die sechste Frage, 2000 Euro. Vertrauen kann man nicht. Pachten aber mieten. Borgen aber ausleihen. Kaufen aber erwerben. Oder anzahlen aber abstottern. Also. Vertrauen kann man nicht pachten. Und auch nicht borgen. Vertrauen muss man haben. Anzahlen, Vertrauen, nee. Vertrauen kann man nicht kaufen, aber erwerben. Ja. Das muss C sein, weil man kann es nicht kaufen, aber über eine lange Zeit in Freundschaft kann man es bei Freunden erwerben, eben. C. Richtig. 2000. Vor rund 300 Jahren gründete Frank Frankfurt oder Karl Karlsruhe oder Hanno Hannover oder noch Bochum. Es ist ja schon ein Witz, wenn man, nicht den Namen, aber wenn man Bo heißt und wenn er Bochum gründet hätte, das wäre ein Witz gewesen. So. Wenn ich mich recht erinnere, dann wurde es B. Karl Karlsruhe. Wer war es? Der Markgraf Karl Wilhelm. Der gründete nämlich Karlsruhe. Welches nützliche Utensil gehört oftmals zur Erste-Hilfe-Ausstattung für unterwegs? War das der Wespenbrief, süßer Wespenbrief, das Mückenpäckchen, Zeckenkarte oder das Moskitotelegramm? Das sollte, glaube ich. Warten Sie, Zeckenkarte C? Also die Fragen hier, die ich gerade beantworte, sind von vor 2 Wochen, 3 Wochen? Je nachdem, wie ihr es seht. Die sind auf jeden Fall von Anfang Januar. Oder Ende Dezember? Müsste Anfang Januar sein, so. Ich würde mal sagen, das war diese Zeckenkarte, glaube ich. Mückenpäckchen. Nee. Das müsste eine Zeckenkarte gewesen, ein Westenbrief, ne, auch nicht. Telegramm ist Schwachsinn, nicht im C. Was? Die Zeckenkarte hat den Sinn, man fährt mit ihr an die Stelle, wo die Zecke sich reingebissen hat, und bekommt sie damit quasi rausgezogen. Ein bisschen so rausgedrückt, in dem Fall. Das ist also richtig so. Wer dirigierte die Gladbacher Borussia nach verpatzten Saisonstart und Trainer Favres Abgang meisterlich aus der Krise? Schubert, Händel, Brahms, Haydn. Also Fußballfrage ist wieder einfach. Die Gladbacher Borussia, dann müsste Schubert sein A. So, das Schöne ist jetzt, sind diese ersten 9 Fragen beantwortet. Ab jetzt kann man die Joker frei verwenden, wie man will. Und es passiert auch nichts dabei, halt eben. Die 32.000, die jetzt kommen, sind nicht sicher. Und man muss dazu sagen, hätten wir die Joker vorher genommen, hätten wir jetzt ja gar keine mehr gehabt. 32.000, nicht sicher. Die Frage. Welcher Filmklassiker heißt im Original Jaws, also Kiefer? Godzilla, King Kong, der weiße Hai oder die Vögel? Kiefer auf Deutsch ist ja die Übersetzung dann. So, Godzilla hat ja mit Kiefer zu tun. Nee. King Kong. Er hat vielleicht einen großen Kiefer, aber nicht unbedingt.
Vögel? Weißt du, aber letztens so kleine Vögel mit so einem fetten Kiefer. Nee. Das müsste der weiße Hai sein. Hai, große Kiefer, große Zähne, viele Zähne, Blut, Fleisch, zerfleischen. Nee. Stimmt sogar. Was wird seit 1969 in sogenannten Perlenflaschen abgefüllt? Bier, Milch, Sekt, Mineralwasser. In sogenannte Perlenflaschen. Ah, was war das? War das nicht das Mineralwasser gewesen? Das war doch irgendwas an den Flaschen gewesen. Ich sehe Perlen, das war schön, aber das war irgendwas wegen der Flaschenform, glaube ich, gewesen. Ich meine, das wäre Mineralwasser gewesen. Jetzt den Joker nehmen. Nee. Weißt du, nachdem ich letztes Mal, also jetzt gestern, vorgestern, die 2 Millionen Fragen geschafft habe, probieren wir jetzt heute mal so weit durch, wie es geht. Ich nehme den Mineralwasser jetzt einfach. Perlenflaschen sind auch sogenannte Normbrunnenflaschen. Und diese sind für Mineralwasser. ...125.000. Was müsste bei dem Hinweis nur für geladene Gäste der Party wohl fernbleiben? Proton? Elektron? Kation, Neutron. Also, ganz ehrlich, dieser Witz, der ist uralt. Den hier als Frage zu stellen, ich habe den ein bisschen hier in den Netz bekommen, glaube ich, also ab hier in den Netz bekommen. Nur für geladene Gäste. So, ein Proton ist positiv geladen, ein Elektron negativ. Merkt euch das, Kinder, wenn ihr gerade Physik oder Chemie habt, könnt ihr euch merken, Proton positiv, Elektron negativ. Kation, was war das? Warten wir mit diesem Polar-Unpolar-Zeug. Auf jeden Fall, Neutron ist nicht geladen. Ich nehme D, Neutron. Es ist nicht geladen. Es stimmt. Also natürlich nicht eingeladen zur Party. Das auch. Eine Viertelmillion mit der Frage: Die Hauptstädte wie vieler EU-Staaten befinden sich genau eine Zeitzone weiter westlich als Berlin? Keine, eine, drei, vier. Eine Zeitzone weiter westlich. Wir sind, also Deutschland ist in der Zone GMT plus 1. General Meridian Time plus 1. Links von uns ist GMT, also Englisch. So, welche Städte haben wir da oben in dieser Zone? Wir haben gesagt, geht durch England durch. Das heißt, London ist schon mal dabei. Es ist auf jeden Fall schon mal keine damit. Dann haben wir bei Wales, haben wir auch da drin. Irland ist doch auch da drin, oder nicht? Jetzt rechnen wir mal Dings Wales weg. Hätten wir jetzt, also Vereinigtes Königreich, das ist doch einmal jetzt rechts England, wir hätten links Irland. Was ist weiter unten? Es geht an
Spanien gibt es noch, glaube ich, nur. Ist Portugal auch drin? Ist Portugal da drin? Ich meine ja. Da wären es 4. Entweder ist so oder ich mache gerade irgendwas falsch. Ich nehme mal 50-50 erstmal. Da die 4 wegfällt und noch 3 oder 1 stehen bleiben. Und eine kannst du denn, sind definitiv mehr als eine, müssen es 3 sein. Sehen. In dieser Zeitzone befinden sich London, Dublin und Lissabon. Wären jetzt 3 und 4 stehen geblieben, wäre es noch für mich anstrengend geworden. Dann hätte ich jetzt schon mal daher schmeißen müssen. Glück für mich gehabt. 3/4 Million, 750.000 als nächstes. Joko Winterscheid heißt eigentlich Joachim Cornelius, Konrad, Cosimo oder Konstantin? Okay, die Frage hat mich definitiv, weil das weiß ich auf jeden Fall nicht. Fangen wir mal mit dem Publikumsjoker an. Also für euch die Zuschauer auch 500.000 normalerweise, 750.000 jetzt. Joko Winterscheid heißt eigentlich Joachim wie Cornelius A, B Konrad, C Cosimo oder D Konstantin. Ihr dürft es gerne wieder in die Kommentare reinschreiben und ich guck mal, was hier rauskommt. Uah. 28% sagen Cornelius, 39% sagen Cosimo und 32% Konstantin. Also C, dann D, dann A und dann B. Das ist jetzt doof. Es haben 100 abgestimmt, steht hier dabei. Das ist eine große Arbeitsverweigerung. Wir müssen den Joker nachschmeißen. Zusatzjoker. Seilspringen mit gefülltem Wahldeckter. Immerhin hat es zum Wettkönig gereicht. Und das alles von ihren Gebühren. Ich bin mir 83,7%ig sicher, dass es A. Cornelius ist, sonst kann es nur D. Konstantin sein. Okay. Danke. Also, das Publikum sagt erst C, dann D und dann A. Der Zusatzjoker sagt, es kann nur, es ist eher A als D. Damit fallen B und C schon mal irgendwie raus. So. Soll ich jetzt noch Telefonjoker hinterhernehmen? Cornelius. Weiß es nicht. Aber 83% ist für einen Zusatzjoker echt eine Menge, weil 750.000 für normal 500.000. Ich riskiere jetzt einfach mal A. Cornelius. Oh Gott. Joko Winterscheid heißt nicht Joachim Konrad. Das wusste das Publikum in dem Fall schon mal. Er heißt auch nicht Joachim Cosimo, da wäre das Publikum komplett falsch gewesen. Er heißt tatsächlich Joachim Cornelius. Applaus.
Wahnsinn. Frage 15. 2 Millionen Euro Frage. Telefonjoker ist noch da. Diese Frage ist diese 2 Millionen Euro wert. Die beiden Tage, an denen der Bund seine Dienstgebäude regelmäßig Halbmast beflaggt, sind der Volkstrauertag und der 27. Januar, der 17. Juni, der 7. November oder Karfreitag. Gute Frage. Telefonjoker. Dann rufen wir mal den Armin an. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber dann sage ich halt etwas, damit der Joker nicht ganz verfällt. Mein Tipp wäre zwar B, der 17. Juni, aber es ist nur meine Intuition mit 30%iger Sicherheit. Dankeschön. Also zu B, das wäre mir in den Sinn gekommen. Schwein, es gibt in Berlin nicht eine Straße des 17. Juni oder irgendwie sowas. Deswegen könnte das gut sein. Alle anderen Daten. Nationaltag, 7. November. Warum sollt ihr an Karfreitag nur Halbmast geflaggt sein? Und was hat mit diesem 27. Januar auf sich? Entgeht mir da gerade irgendwas? Was war am 27. Januar? Ich hab's gerade echt nicht auf dem Schirm. Also, ich würde sagen, das ist eine super Aufgabe für euch. Ich muss in dem Fall jetzt passen und steige mit, glaube ich, 750 Fragen aus. Ich weiß es echt nicht. Ich steige aus. Ich hätte von den Vieren wahrscheinlich B genommen, ob es stimmt, ist eine andere Sache. In jedem Fall, ich löse es mal jetzt noch nicht auf, sondern ich gebe diese Frage an euch einfach weiter für die Kommentare, dass wir es überlegen können. Eine Millionenfrage, 2 Millionen Euro in dem Fall. Die beiden Tage, an denen der Bund in der Dienstgebäude regelmäßig Halbmast beflaggt, sind der Volkstrauertag und 27. Januar, 17. Juni, 7. November oder Karfreitag. Ihr könnt mal die Antworten in die Kommentare schreiben. Die Auflösung dieser Frage gibt es bei der nächsten regulären WWM-Folge, also nicht bei den beiden Streams. Demzufolge müsst ihr euch mal ein bisschen tappen lassen. Und damit beende ich auch die Folge. Ihr habt gesehen, wie es laufen wird. Das ist das Talker-Special, was wir spielen werden. Im Stream am Freitag. Ihr könnt euch immer noch für den Stream bewerben. Das ist nach wie vor möglich bis Freitagmittag. Und danach wird halt eben schon organisiert zur Abend. Die Leute, die kommen, umso besser können mitspielen. Ja, und von meiner Seite aus war es mit dieser Folge. Ich bedanke mich für euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns am Freitag in aller Munde abends um 19.15 Uhr bei mir auf dem Twitch-Channel. Der Link ist im Video beschrieben. Bis dahin.
habt einen schönen Tag, schöne Tage und macht euch nicht fertig. Bis dahin, ciao.